So, also Licht aus, schlafen. Mana ist nicht so ganz voll. Nochmal schlafen und wir verhungern. Wie können wir verhungern, wenn wir so viel Essen dabei hatten? So, jetzt schlafen. Sehr schön. Also, Licht an. Zauber zurechtlegen. Und zwar primär erstmal den Heilzauber. Weil wir für das Untote vernichten hier keinen eigentlichen Spruch haben. Was wir in dem vierten Kreis noch haben, wäre ein richtiger Heilzauber. Wobei der wahrscheinlich öfters fizzeln würde. Wir haben Levitieren, wir haben Gift, wir haben Fallenschärfe und Feuerresistenz. Wird noch Unsichtbarkeitszauber, Blitz, Nachtsicht, Geschwindigkeit und Tür verstärken im dritten Zirkel. Und der Rest ist eigentlich so bekannt. Ja, also einfach mal rein. Du weg. Schwert raus. Hallo Geist. Du bist ein normaler Geist, den wir verletzen können. Sehr schön. Oh, machst aber ganz schön Schaden. Hältst auch ein bisschen mehr aus, kann das sein? Komm schon. Ein ordentlicher Treffer noch. Okay, zwei ordentliche Treffer noch. So. Ein Schlüssel. Du kommst mit. Noch irgendwas? Was steht denn da oben dran? Healing Noland, einst ein Sir, doch sein Titel wurde ihm aberkannt. Er ist von dem Pfad der Tugend abgewichen durch den Mord an dem jungen Eddington. Okay. Abgeschlossen. Offen. Da wäre schon mal eine Axt. Da ist das Grabmal. Noland. Eine Kampfaxt. Das ist jetzt ein wenig enttäuschend. Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Nö. Oh, das war's dann wohl hier. Oh. Abgeschlossen. Ah, okay. Also man kommt doch wieder raus. Noland. Noland. Schreibe ich mir nochmal auf. Noland. Es wird ganz schön voll mit Notizen langsam. Aber ja, wir müssen jetzt zurück Richtung Nordwesten ungefähr. Also. Erstmal nach Osten natürlich und dann nach Nordwesten. Sachen lassen wir hier. Dann über den Lavafluss rüberspringen und gucken, wo wir sonst noch weitermachen können. Im Nordosten gab es, glaube ich, noch ein bisschen was. Und das Gold nehme ich jetzt doch mal mit und deponiere es lieber irgendwo auf der anderen Seite des Lavaflusses. Wo wir leichter rankommen. So, Nordwest, Nordwest, Nordwest. Karte. Ja, jetzt Südosten und dann Westen. Südosten. Einmal hier rum. Jetzt kommt der Knick und jetzt nach Westen. Liegt die Laute. Sehr schön. Und gleich müsste es einen Runtergang geben. Hier hinten. Ah, ja. Oh. Oh, und wir sollten uns was Neues zu essen beschwören. Da. Alles weg. I. Komisches N. So. Benutzen
benutzen Lampenöl da drauf. Ist schon voll. Okay. Dann halt so. Yam yam. Yam yam. Und wenn wir jetzt voll sind, dann ist gut. Dann schlafen wir einmal. Wir sind aber nicht voll. Also Licht aus. Schlafen. Nochmal Essen beschwören. Nochmal schlafen. So, Mana ist ausreichend voll. Licht an. Und hoffen, dass das Essen jetzt reicht. Ich würde das Ganze unten gerne nochmal machen müssen. Wir sind jetzt ja schon so dermaßen lange hier unten drin. Das ist nicht mehr schön. So, wir müssen nach Westen raus, richtig? Könnten auch dahin raus, das bringt uns nichts viel. Ja, aber nach Westen. Dafür müssten wir eigentlich nur ganz kurz darüber hopsen. Aber nee, wir levitieren darüber. Also wir hätten gerne PK Levitate. Hallo. Oh, ganz ruhig. So. Hoch. Und hier hatten wir vor kurzem übernachtet. Ja, das ist okay. So, raus hier. Wir wollen zurück zu dem Hauptbereich. Oh ne, wollen wir gar nicht. Wir wollten hier noch weiter gucken. Da ist nämlich was. Obwohl wir da eigentlich schon waren und da ist gar nichts. Also können wir dich mal löschen. Also ich wäre schon interessiert zu wissen, was hier ist, wenn man dem Lavafluss folgt. Aber der Spruch hält einfach nicht so lange. Also lassen wir es einfach mal. So, weiter nach Westen und die Kombination vor dem Schloss jetzt ausprobieren. So, schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Bevor dieser doofe Spruch unvermittelt aufhört. So, oh, ja, war knapp. So, benutzen. Wir brauchen 7, 2, 6, richtig? Richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klick. Und eine Schriftrolle, die wieder irgendwas macht. Hm? Njam, njam. Nein, du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst mit. Du machst wirklich wieder irgendwas. So. Teleport. Hey, das Zeug liegt echt auf dem Boden. Und es fliegt zu uns hin? Nicht so ganz, aber oh. Du bist ein komisches Gespenst. Du bist viel zu hell. So. Komm, stirb. Ich habe gar nicht auf die Lebenspunkteanzeige von dem Gespenst geachtet, ob er Schaden genommen hat. Aber bisher sieht es nicht so aus, wenn wir ihm Schaden verursachen würden. Helm ist beschädigt. Ah doch, der ist rot. Okay, sehr schön. Und kaputt. So, die ganzen fitzelchen Dinger hier einsammeln. Ja. Blaues Gespenst. Warum nicht? Sind hier alle so weit machbar. Das Einzige, was leider ist, unsere Ausrüstung. Aber das heißt nur, dass ich in ein, zwei Folgen wieder runter zum Zwerg muss. Das passt schon. So, kaputt. Du hast auch nichts dabei. Sehr verdächtig. Oh, was steht hier? Ausgang. Nee, wir wollen noch nicht raus. Wir wollen jedes Fitzelchen von dem blauen Zeug einsammeln.
Noch ein Geist. Ihr werdet langsam ein wenig lästig. Aber ich hoffe mal, wenn wir die einmal gesäubert haben, dann bleibt das hier auch sauber. Anders wäre es nicht so wirklich toll, wenn sie durchgehen, kommen, so lange bis sie verschwinden. Ah, ein Treffer noch. Du fließt, bin ich. Komm schon. Buckler beschädigt, Helm beschädigt. Komm schon, Avatar. Triff. Ja, sehr schön. Weiter 40 hineinsammeln. Das ist aber ein ganz schönes Labyrinth hier. Dafür, dass es Minen sein sollen. Minen sind normalerweise ein bisschen systematischer angelegt. Und wie viele von diesen Fitzelchen sollen wir einsammeln? Hat der Magier nicht gesagt, oder? Das sind echt viele davon. Und der will uns Goldbrocken dafür geben. Vielleicht pro 40, das wir finden, kriegen wir eine Münze. Wäre ja schon schick. Auch wenn wir bisher nirgendwo irgendwo was gesehen haben, was wir uns hätten kaufen können, wollen, wie auch immer. Spawnen die immer wieder neu oder sind wir jetzt durchgehend in Gebieten, wo wir noch nicht vorher waren? Das fände ich ein wenig irritierend. Das müsste denn ja echt riesig sein hier unten. Aber ich guck mal auf die Karte. Ja, doch, ist ziemlich riesig. Ich will mal kurz gucken, was da ist. Also links an der Wand lang. So. So. Ah, das war der Ausgang, richtig. Hey, das ist gar nicht der... blaues Gespenst. Aber es war nicht der Ausgang. Du gehst ganz schön schnell kaputt. Wir haben uns von da... nach da teleportiert? Das setze ich mal aus. Ich gehe jetzt zurück nach Süden. Danach Osten. Ja, so können wir uns von einer Seite auf die andere teleportieren. Okay. Hier sind auch noch zwei. Oh, zur Hölle. Oh, jetzt bin ich hier draußen. Das war der Ausgang. Hier. Nee, so nicht. Musst du wieder rein. Hier ist der Eingang. Also da ist 2. Hier ist 2. Von hier aus würde ich jetzt gerne nach Osten. Osten. Und hier ein wenig aufdecken, weil hier sind noch neue blaue Knödelchen. So. Karte. Karte sagt, wenn wir jetzt nach Süden gehen... und die erste Abzweigung nach Norden. Könnte da was Neues sein? So, erste Abzweigung nach Norden wäre hier. Blaues Zeug. Blaues Zeug. Ha. Achso, ab 4 kennen wir. Okay, nach Osten und dann ganz nach Norden durch. Nach Osten und ganz nach Norden durch. Ja, noch mehr Blau. Und hier war noch eine Ecke. Noch mehr Blau. Sehr schön. Karte sagt... nach Osten zurück. Und bei diesen Doppelgängen gucken, ob das wirklich der Teleporter nach draußen ist. Also hier. Nö, ist es nicht. So, 80 Stück. Bleiben noch die 2 und die 2. Also ein Stückchen nach Osten und nach Süden. Ja.
Ich habe den Verdacht, dass es 100 sind. Was ein wenig albern wäre. Aber nee, wir sind jetzt einmal durch. Das waren die Minen.